Und damit, Keo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen nach einfach mal viel zu langer Zeit zurück zu einem neuen Video. Ganz genau. Heute spielen wir Donut County. Ihr fragt euch jetzt, wo bleibt Inside? Was ist mit Stray? Was ist mit Forza Hot Wheels? Ich sitze gerade an meinem alten Computer, habe den mit ins Studio genommen und sitze gerade hier einfach beim Aufnehmen. Und es ist so richtig alles obligatorisch hier eingerichtet. Ich werde jetzt gleich, während wir spielen, ein bisschen noch drauf zu sprechen kommen. Wie genau es jetzt läuft. Oh, ich kann Sachen anfassen. Wie cool. Mira! Wann kommst du zur Arbeit? Mir ist langweilig. Sei still, BK. Ich bin tot. Ich bin gestorben. Bitte hab ein wenig Respekt. Was heißt LL? LL? Echt? Tot? Wieso? Der Typ hat mich wieder wachgehupt. Noch vor dem ersten Hahnschrei. Zum Schreien unglaublich. Keine Sorge. Ich werde dich rächen. Und du sei vorsichtig. Der Typ kann echt hupen. Ja, wenn du meinst, komm zum Donut Shop und hör auf, deinen Hund mit Brot zu füttern. Er braucht Brot zum Leben, BK. Es ist ein leibzertifiziertes Brot. Okay, gehen 5 Minuten los. Ciao. Kann ich schließen? Ah, okay. Bevor wir jetzt loslegen. Ihr habt alle die Frage im Kopf. Wo war ich? Warum habe ich nichts gemacht? Genau, also auf jeden Fall unser Ziel ist einfach mit diesem Loch Sachen aufzuessen. Und eine Story zu erleben. Ich fange mal mit der kurzen Version der Geschichte an. Und wir kommen dann im Laufe der Parts vielleicht noch zu weiteren Ausführungen. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, aber ich wurde auf Corona positiv getestet, was jetzt mittlerweile auch schon 4 Wochen her ist. Aber das ist ja egal. Komm da jetzt rein. So. Zuerst, ich habe an einem Samstag vor 5 Wochen meinen Computer auseinandergebaut, weil eben mein neues Mainboard und mein neuer Prozessor da war. Dann hatte ich, sagen wir mal so, lange Zeit keine Zeit mehr, irgendwas zu machen. Und dann ist es darauf hinausgelaufen, dass eine Woche später, am Freitag, ich auf Corona positiv getestet wurde. Da konnte ich eine ganze Woche nicht aufnehmen. Dann haben einfach ein paar Anschlüsse am Mainboard selber gefehlt. Dann hat sich eine Woche später wieder herausgestellt, dass die SSD kaputt ist. Dann hat sich eine Woche später wieder herausgestellt, dass es nicht die SSD ist, sondern der SSD-Anschluss am Mainboard. Und jetzt ist das alte Mainboard, mit dem ich jetzt nochmal überprüfen möchte, ob es wirklich nicht an der SSD liegt, sind ein paar Kontakte weggebogen. Und jetzt müssen wir halt noch das neue Mainboard bestellen, was halt nochmal eine Weile dauern könnte. So. Ich habe keine Ahnung, wann das Video kommt. Heute ist Sonntag, ich hoffe, dass es am Mittwoch kommt. So, ich würde sagen, aber wir starten jetzt erstmal in die Story rein. Ich habe auch keine Facecam, ganz kurz noch dazu. Mein Computer hat keinen USB-C-Anschluss, mit dem ich jetzt gerade aufnehme. Okay, machen wir weiter. Hey, der hupt nicht mehr. Hast du etwa was gegen den Typen, Hup-Typen gemacht? Schweres Wort. Ja, yep, mach dir um den keine Sorgen. Hab ihm einen Donut gebracht, hihi. Okay, lol, haha. Nee, LL. Hat ihn wohl abgelenkt. Hey, weißt du was? Bin jetzt Level 9. Wow. Toll. Du kapierst gar nichts, Mira. Auf Level 10 kriege ich meinen Quadcopter. Ach so, krass. Glückwunsch. Ich glaub, die hat keine Ahnung, über was wir reden. Wir kurbeln dann rum wie Könige. Okay, bis später, BK. Ich kenne das Spiel schon so ein bisschen. 6 Wochen später. Ah ja. Oh, wir haben aber den Quadcopter bekommen. Mira! Wie konntest du nur meinen Quadcopter kaputt machen? Wen interessiert dein blöder Quadcopter? Wie konntest du die ganze Stadt kaputt machen? Ich weiß es nicht, das mache ich hauptberuflich. 999 Meter unter der Erde. Donut County. Okay. Wie cool seht ihr das, dass die Maus sich so lang zieht und nicht ganz rund ist, sondern oval vermickelt, wenn ich die bewege? Guck ich gerade mit der Kamera so ein bisschen.
Cool. Ich habe noch nie was kaputt gemacht. Ich bin lieb. OMG, hör auf. Leute, die OMG sagen, sind weird. Ich sag das auch sehr häufig in meinem Sprachgebrauch. Du hast mit dieser blöden App die ganze Stadt durchlöchert. Und wir sitzen jetzt hier unten fest. Hier ist doch alles okay. Nur nicht mein Quadcopter. Ich bin das Opfer. Unterstützt mich hier vielleicht irgendwer? Coco. Moin. Dicker, es ist klar wie Kloßbrühe, dass du das warst. Ich glaube, das ist Harry. Ich wurde gleich nach meiner Donutbestellung bei dir von einem Loch verschlungen. Was hat das damit zu tun, dass Mira meinen Quadcopter kaputt gemacht hat? Potter, was ist mit deinem Sohn passiert? Oh, Pop. Mein süßer Puppenboy. Er muss da oben noch irgendwo sein. Ja, nicht so gut. Okay, Linksklick, um ein Loch zu öffnen. Genau, das ist der Sinn des Spiels. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß daran. Ich kann sonst nichts anderes auf dem Computer hier machen. Mein Computer ist nicht leistungsstark genug für Aufnahme und Dings, beides gleichzeitig. Und es ist so ungewohnt, jetzt an einem Monitor alles zu machen. Also mein Aufnahmeprogramm ist im Hintergrund. Und ich sehe nicht, was gerade passiert. Passt rein hier? Hallo? Dankeschön. Das ist ein bisschen angenehm. Normalerweise arbeite ich ja mit zwei Monitoren. Das ist jetzt tatsächlich nicht so. Aber wisst ihr was? Es ist auch angenehm, nicht die ganze Zeit in die Kamera gucken zu müssen, wenn man redet. Das ist tatsächlich auch sowas. Also auf jeden Fall, hiermit möchte ich mich offiziell mal entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, bis wieder Videos kommen. Den Computer musste ich jetzt auch erst ein paar Tage vorbereiten, bis ich so weit war, dass ich überhaupt aufnehmen konnte. Ja. Und der andere liegt jetzt komplett offen immer noch neben mir. Tschüss. Ich glaube, der Typ hier, der findet das nicht so gut. Seht ihr den Mauszeiger? Normalerweise solltet ihr ihn sehen. Und wenn nicht, folgt einfach dem Loch. Hier war alles, oder? Ja. Okay, dann geht's auch nochmal schön. Oh, Porzellan. Sehr schön. Das geht kaputt. Dann nehmen wir das doch erstmal mit. Oh, hier können wir nicht gegen. Okay. Das ist einfach ein entspanntes Spiel, um wieder reinzukommen, so ein bisschen. Nach 20 Jahre lang keine Aufnahme. Hier ist wieder rausgekommen. Muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, tatsächlich. Glaubt es oder glaubt es nicht, das Reden, so Ewigkeiten, ist echt anstrengend. Perfekt. Ich würde sagen, wir machen in jeder Folge zwei solche Level. Auf einmal ist die Musik weg. Es buggt hier ein bisschen. Okay. Jetzt vielleicht? Ja! Ah, natürlich, wir haben Feuer verschluckt, also diesen Ofen. Und aus dem Ofen kommt warm aus und ein Heißluftballon steigt ja bei Hitze hoch. Sollten wir den nicht eigentlich ins Loch runterholen? Und nicht wegfliegen lassen? Wir sehen uns, Puppenboy oder Pup oder wie auch immer du jetzt heißt. Tschüss! Ja, ja, ich bestell alles ab, was du bestellt hast, ja. Oh Gott. Der riesen halber Donut. Heißt doch Donut County. Das Haus auch? Boah. Komm, komm. Zack. Oh, noch was. Okay, das war's. Perfekt. Wir müssen jetzt... Ah, okay, ich sehe es. Ich sehe es, ich verstehe. Wir spielen, so viel ich weiß, glaube ich, jetzt gerade die Vergangenheit durch. Also, wir sind gerade dabei, Level 10 zu erreichen und den Quadcopter zu bekommen. Freshopedia. Okay. Ah, das sind Sachen, die wir gesammelt haben jetzt. Okay. Cool. Dann fertig. Have a garbage day. Dankeschön. Schönen Mülltag noch. Euch auch, Guys. Auch wenn ihr mich nicht sehen könnt und ich trotzdem die ganze Zeit in die Kamera schaue. Oh mein Gott. Es ist so Gewohnheit. Naja. Ich wollte nur meinen Pup mit einem Donut überraschen. Jetzt schwebt er davon. Ein einsamer Pup. Nein, tut er nicht. Wenn du zuerst verschlungen wurdest, wie weißt du dann, dass Pup in einem Ballon ist? Diese Geschichte ist voller Löcher. Ha, 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 ha. Ja, lustig.
Dein Hirn ist voller Löcher. Und auch die ganze Stadt dank dir. Ich mach nur meinen Job, okay? Moment, ich meinte gar nicht wahr. Bin unschuldig. Warte mal. Pupp ist in einem Heißluftballon? Da ist einer an meiner Ranger-Station vorbeigeflogen. Du hast Pupp gesehen? In welche Richtung ist er denn? Weiß nicht, wurde abgelenkt. Achso, weiß nicht, wurde abgelenkt, bestellte gerade einen Donut. Lecker. Ich krieg Hunger, wenn ich mir Sorgen mache. LL. Sorgen um was? Oh, ob du es glaubst oder nicht. Schlangen. Bitte was? Und ein Loch öffnen. Also ihr merkt schon, das Spiel ist eher so auf eine kleine lustige Story aufgebaut. Ich wollte das sowieso schon immer mal let's playen. Aber ich kam einfach nicht dazu, so viel ist dazwischen gekommen. Auch eigentlich, für diesen kompletten Sommer, ich habe so viel geplant. Im Stray, das Forza-DLC und dann noch drei weitere Groß-LPs. Zwei weitere, das dritte habe ich nicht genommen. Also halt LPs, die vermutlich mehr als 20 Parts haben. Oh. Nein, da. Und es wird knapp. Bis Oktober muss das alles fertig sein. Oder war das im September? Dann, wenn Mario Rabbids Sparks of Hope rauskommt. Das wird auf jeden Fall Let's Play. Da könnt ihr euch sicher sein. Hier ist alles. Perfekt. Im Übrigen habe ich jetzt auch neue Kopfhörer. Oh mein Gott, die sind so genial. Ihr glaubt das nicht. Das sind die Kraken Version 3 Hypersense von Razer. Ihr könnt einfach die Vibrationsstärke bei Bass einstellen. Also, ich habe an der Seite einen Knopf und dann vibrieren die Kopfhörer zum Bass dazu. Das ist mega krass. Was? Ah, okay, die Schlangending steigt, je mehr Müll ich hier mache. Ah, okay, wenn ich das rausdrehe, oder was muss ich... Okay, das nimmt er auch. Okay, jetzt hat er zwei gemacht oder drei. Oh. Alles kaputt, selber schuld. Es ist keine Schlangengefahr, guck doch. Hier gibt's keine Schlangen. Perfekt. Das war ich nicht. Das habt ihr auch, falls ihr die Maus seht, habt ihr es an der Maus gesehen. Echt das schon? Ui, lecker, lecker, lecker. Er ist der Letzte, den wir aufessen werden. Wenn man noch sieht, wie so sein ganzes Gebäude abgerissen wird. Muhaha. Tschüss. Fertig. Das waren jetzt aber schon drei Level. Ich habe auch nicht vor, hier so ewig lange Videos draus zu machen. Ja, keine Ahnung. Und das ist das, was wir jetzt hier gesammelt haben. Lebendige Spaghetti sind das. Lebendige Spaghetti mit der Fähigkeit zu hassen. Cool. Okay. Und, ja, genau. Das ist halt so, ja. Meint ihr, wir können noch ein viertes machen? Ist jetzt ganz unprofessionell, aber ich gucke auf die Aufnahme. Ja, können wir. Wir machen drei. Nee, haben wir nicht nur drei, wir machen vier. Oh mein Gott, ich kann nicht mal mehr zählen. LL, könnte es sein, dass du mir dankbar sein solltest, dass ich dein Schlangenproblem gelöst habe? Moment mal, dann warst du's, der die Löcher erschaffen hat. Wie? Nein. Ich meinte nur, wer immer das getan hat, hat dir echt geholfen. Ist bestimmt ein cooler und netter Typ. Hm. Hat sonst wer Pupp gesehen? Oh, Salt. Wie redet Salz? Ja, ich hab Pupp gesehen. Mit meinem Teleskop. Und Pepper natürlich. Du meintest mein Teleskop. Hab ich doch gesagt, mein Teleskop. Wo hast du ihn gesehen? Naja, Pepper und ich hatten uns wieder in der Wolle. Und ich bin mit meinem Wohnwagen zum Minzfluss abgehauen. Ihm hat dieser Vogel echt angetan. Ja, bin ein echter Vogeltyp. Ja? Hab den wirklich bewundert. Bis ich Heißhunger bekam, dann habe ich über diese Donut-App einen Donut bestellt. Dann war da das Loch. Also es scheint, Leute, esst niemals Donuts. Donuts sind ungesund. Ihr merkt schon, wo das Ganze hinführt. Oh, ein Fisch. Ja, okay. Und ein Hund, der verfolgt mich sogar. Cool. Abgesehen davon, dass der Hund ein bisschen weird programmiert ist. Unterhaltsamer Dog. Meinen Sie, Sie wollten in mein Loch? Dankeschön. Okay.
dann wird hier mal weiter gegessen. Zwei Sachen. Warum schwimmt der Stein in dem Wasser oben? Okay. Ah, und er trinkt das Wasser aus mir raus. Perfekt. Dann ist ja easy. Einfach das Wasser nicht mitnehmen. Ist schon, nein. Nicht so nah an das Wasser. Ich muss hier nochmal durch. Wie schon das Haus, ja. Ich glaube, ich muss hier... So, jetzt habe ich alles. Nee. Ah, okay, es sind Fische. Ja, macht auch Sinn, es sind Fische im Wasser. Und obviously muss der Vogel das dann austrinken. Da. Rein da. Zack, zack. Dann noch der Vogel selber? Nö. Auf einmal schon, okay. Aber dann würde ich an der Stelle sagen, war's das für heute mit dem Video und natürlich geht es morgen an der Stelle weiter. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Natürlich tut ihr das. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von dem Game, vielleicht auch irgendwann mal, wenn mein Computer wieder steht von anderen Games, dann abonniert gerne den Kanal. Bis dann und ciao, ciao, Leute.